Moin, ihr Leichtmatrosen! Heute gibt es eine Review von Kartoffelsalat. Für alle, die nicht wissen, was Kartoffelsalat nun denn genau ist, hier kommt eine kurze Begriffserklärung. Kartoffelsalat wird aus gekochten Kartoffeln und weiteren Zutaten hergestellt. Grundsätzlich lassen sich die Zubereitungsarten mit oder ohne Mayonnaise unterscheiden. So, jetzt mal Butter bei die Fische. Ich war gestern Abend im Kino und habe mir diesen Film angeguckt und so schlecht, wie der im Internet gemacht worden ist, fand ich den überhaupt nicht. Also im Gegenteil. Ich fand den Film echt gut. Jetzt denkt ihr sicher, ist ja auch kein Wunder. Du guckst diese ganzen YouTuber ja auch. Kein Wunder, dass du die gerne magst. Du willst das nur nicht zugeben. Was ich noch dazu sagen muss, ich war mit zwei weiteren Personen im Kino. Und zwar, die eine Person guckt diese Videos von den YouTubern regelmäßig und hatte diesen Film auch schon gesehen. So, die zweite Person hat mit YouTube so viel gar nicht am Hut und guckt die YouTuber auch nicht wirklich. Und kannte größtenteils, glaube ich, auch gar nicht alle YouTuber, die da mitgemacht haben. Und die fanden beide den Film richtig gut und ich weiß gar nicht, also eigentlich muss man da gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich finde, man muss sich selber erstmal ein Bild davon machen und nicht auf andere hören, weil jeder hat einen eigenen Geschmack und ich muss echt sagen, ich habe schon wesentlich schlechtere Filme. Also ich fand den Film erst gestern, ich fand ihn überhaupt nicht schlecht, weil erstens, man muss auch mal bedenken, das ist der erste Film von Tore, den er jemals in seinem Leben gemacht hat. Und sowas auf die Beine zu stellen, das ist schon ziemlich cool. Also dafür bewundere ich den. Und wenn irgendjemand sagt, ja, das wäre irgendwie eine blöde Abklatsche von so einem Zombie-Film, dann ist jeder Zombie-Film, genau, dann ist jeder Zombie-Film von dem ersten Zombie-Film, den es jemals gibt oder gegeben hat, was auch immer, eine Abklatsche. Also das kann man schon mal alles streichen. Und ja. Das wollte ich schon sagen, jetzt ist das Video schon zu Ende, aber nee, ich wollte ja noch mehr erzählen. Ich habe auf YouTube einen ziemlich blöden Kommentar gelesen und zwar, Dagi versaut den ganzen Film. Das fand ich überhaupt nicht, weil wieso versaut Dagi denn den ganzen Film? Das stand zum Beispiel nicht dabei. Und ich finde immer, wenn man schon sowas schreibt, dann sollte man das auch begründen können. Und nicht einfach sowas daher sagen. Ich denke mal, vielleicht hat die Person nicht mal diesen Film gesehen. Und sagt das einfach, beziehungsweise schreibt es einfach nur, weil der oder diejenige Dagi nicht mag. Ich finde es schon ein bisschen, ja, scheiße. Ab und an stand auch in den Kommentaren, dass der Film von der Qualität her nicht so gut ist. Das fand ich allerdings gar nicht, da habe ich schon andere Sachen gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Fickende Fische kennt. Das, oder der Film, der wurde mal, ich glaube zum Welt-AIDS-Tag oder so, in den Kinos gezeigt, zumindest bei uns in der Umgebung. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon her ist. Auf jeden Fall sind wir da mit der ganzen Schule hin, mussten diesen Film gucken und ganz oft war da die Tonangel im Bild oder das Bild fing einfach an zu flackern. Also ganz merkwürdige Sachen sind da passiert und ja, keine Ahnung, also das war wirklich schlecht. Halt eben, weil die Tonangel und sowas im Bild war und der war wirklich von der Qualität ja auch überhaupt nicht gut. Aber Kartoffelsalat fand ich jetzt von der Qualität her, also genau das Gegenteil, halt wie so ein normaler Film. Also ich habe da jetzt keinen großen Unterschied irgendwie gesehen zum anderen Film. Ich habe das gerade schon mal gesagt, ich meine, das ist der erste Film von ihm und hackt da nicht so drauf rum. Ich meine, klar, man kann Kritik äußern, und also solange sie sachlich bleibt und nicht anfangen irgendwie zu beleidigen, zum Beispiel auch das mit Dagi. Ja, Dagi versaut den ganzen Film und bla bla bla. Also ihr habt die Kommentare bestimmt doch selber schon gelesen. Und ich kann euch nur eins sagen, geht ins Kino, guckt euch den Film an und macht euch selbst ein Bild davon. Und ich habe 5 Euro für den Film ausgegeben, weil bei uns gestern Kinotag war. Und ich fand die 5 Euro, die haben sich echt gelohnt und ja, keine Ahnung, wenn jemand der anderen Meinung ist, dann ist das eben so. Ich glaube, man kann daran sowieso nichts ändern. Der eine mag dies nicht, der andere mag das nicht. Zum Beispiel von diesem Jurassic World, da wurde auch teilweise gesagt, dass der Film komplett bescheuert ist. Aber naja, muss ja jeder selber wissen. Ich würde mal sagen, das war's vom Video. Und ja, hier geht's jetzt zum letzten Video und hier zum vorletzten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr den Film schon gesehen habt, dann schreibt mir doch einfach mal eure Meinung sachlich in die Kommentare. Bin echt mal gespannt und ja, bis Samstag. Tschüss!